Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist mein neues Schiff, die Monaghan, ja, 354. Und das ist ein Weihnachtsgeschenk, was ich per Zufall bekommen habe, denn ich habe mir 5 große, mega Weihnachtsgeschenke gegönnt. Und wichtig hier zu sagen, es gibt das Schiff, man kann das Schiff in 2 Varianten fahren. Ihr seht es schon, ich habe hier die B-Variante, das ist die Variante mit mehr Torpedos. Dafür weniger Hauptgeschütze. Und dafür haben meine Torpedos eine Reichweite von 9,2 Kilometer. Ich glaube, die A-Variante hätte irgendwas mit 5,5 oder 6 Kilometer. Aber dafür 4 Hauptgeschütze. Und wir haben halt nur 2. Die Farbe gefällt mir. Ich bin's einmal gefahren und gleich auf die Nase gefallen. Um das Schiff Friedrich zu bekommen, müsste ich auch noch irgendwas einnehmen, aber da kommen wir dann nicht hin. Das ist ja noch so weit weg. Ja, 9 Kilometer ist ganz praktisch. Erkennbarkeit zu Wasser haben wir 7 Kilometer, das heißt, wir können verdeckt Torpedo schießen. Das liebe ich immer. Flak von 2 Kilometer bis 5 Kilometer, alles dabei. Ja. Aber halt, Hauptgeschütze ist ein kleiner Nachteil, dass wir nur 2 haben, finde ich. Fubuki ist vor uns. Ja, Friedrich. Genau, Friedrich. Die hätte ich auch gern. War ja auch schon kurz dran, so zu kaufen, aber ich weiß ganz genau, wenn ich die Friedrich kaufe, dann fahre ich die 2-mal, mache vielleicht ein Video zu und zocke nicht. Und ich dachte mir, ich nehme es mir einfach mal als Aufgabe und zocke mal wieder mehr. Ich nehme mich ja selber am Teilzeit World of Warships Spiele, aber sowas finde ich immer toll. Das gibt mir immer, oder zu Halloween hat es auch richtig Fun gemacht. Das gibt mir immer, ja, eine Motivation, sage ich mal, das frei zu spielen oder generell zu spielen. Wenn ich es nicht habe, kann ich es wahrscheinlich immer noch kaufen. So, ich mache jetzt hier mal Wurstrache. Er fährt auch noch so, dass ich ihn gut treffe. Kein Treffer? Fuck! Von dem war das tot, das Ding. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Komm noch dran vorbei. Mann, oh Mann. Ja, die Rache hat mir mal eine Hälfte meiner Punkte gekostet. Ah, er hat mich entdeckt. Da habe ich gerade Glück gehabt, dass ich nicht entdeckt wurde. Ich war nämlich schön offen. Und die Normandy wird mich gleich jagen. Hier war doch noch ein Schlachtschiff. Das ist auch nicht nur eins. Torpedoreichweite habe ich gesagt. Oh, 0,2. Energie. Vielleicht kriegen wir die Kongo noch. Dann geben wir mehr Gas. Brauche Kongo. Ach. Das war jetzt doof. Das war jetzt mega doof. Ich habe zu spät erkannt, dass meine Torpedos gar nicht mehr so nicht weit sind. Und ich presche hier raus. Eine Runde Spaß und die kostet mir nämlich gleich mein Leben. Oh, schnell weg. Schnell weg, das war eine richtig doofe Idee. Was
von dumm. Machen wir einen Abstauber? Nee. Kommst du noch rein? Torpedoausfall. Nebelwand gelegt. Ratte. Er macht Torpedos. Ah, wird wahrscheinlich nicht klappen. Nein, nein, nein. Ach, ihr Schweine. Aber ich hab mir gedacht, habe ich mich aber schade. Maschinenboost deaktiviert. Schade, schade, schade. Da kommt was. Ich bin am überlegen, ob ich eine Harakiri-Ausfahrt jetzt mache. Dann treffe ich doch eh nicht da. Ich brauche Unterstützung! Okay, den hat's erwischt. Ah, ihn auch. Hätte ich doch ihm mal geholfen. Scheiße. Gesichtet. Oh, Brand gesteckt. Schnell weg. Ah, der hat noch genug. Mach ich ganz ran. Fahr da gleich wieder meine Höhle rein. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber wie gesagt, dass die Torpedos so lange brauchen zum Nachladen. Dafür haben wir viel. Man muss sie dann halt auch dementsprechend gut einsetzen. Nicht so wie ich das vorhin gemacht habe. Ich hätte da nur eine vorhin da in der Ecke hier rechts. Hier, da hätte ich, um den Zerstörer zu kriegen, nur eine Salve machen müssen. Sein Ausweichen noch ein Tuck, weil der hat ja alle rausgeschossen, bin ich der Meinung. Und hätte dann hinter seiner Deckung fahren müssen, aber dann wäre ich wahrscheinlich wieder offen gewesen, hätten sie mich auch killen können. Naja, wie man es macht. Hauptsache ist, wir gewinnen, damit der sich hier mal wieder Deckung begibt. Oh. Fährt raus. Weil wir machen nicht viel, aber... wäre nur, dass sie aus der Deckung kommen und ja. Ach komm, ich muss reparieren. Den nächsten Treffer, den ich kriege, bin ich eh weg. Problem gelöst. Problem gelöst. Kirov kommt jetzt? Hier oder?
Ich habe leider hinter der Insel keine Deckung. Bald doch dort. Hier. Das war eine kleine Insel. Oh, der hat es auch. Die Fubuki hat es auch fast zerledert. Fubuki macht dasselbe wie ich jetzt. Attacke! Pass auf, die Normandy ballert uns beide weg. Macht nur easy peasy Punkte. Vielleicht sind wir noch gar nicht gesichtet, ne? 7 Kilometer. Oh, oder ich nehme den Punkt ein. Setzen Sie eine Nebelwand! Nebelwerfer gestartet! Vielen Dank, Captain! Machen wir doch. Machen wir Halbtote halt noch was Vernünftiges. Ah, ballern würde ich jetzt nicht. Nebelwand gelegt. Wer hat der Zerstörer noch weg? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber wenn der Zerstörer gleich zurückkommt, ja, mache ich dasselbe, was er jetzt macht. Einfach Torpedos blind dahin feuern. 10,8. 10,7. Naja, kommt. Der braucht nur bei ihm mit 228 oder bei mir mit 592 einfach nur einen Glückstreffer haben. Mehr braucht er gar nicht. Einfach ein Glückstreffer. Er hat es sogar hingekriegt. Habt ihr das gesehen? Ich hab's noch gesagt. Er braucht einfach einen Glückstreffer. Zack. Macht er. Hat er. Der Nebel lässt nach. Ah, dreh mal vor. Alter Schwede, das war auch wieder ein Lucky Shot, dass ich den erwische. Habe ich nicht gedacht. Ich wollte ihn einfach nur auf Distanz halten. Das war mein Ziel. So, ich hoffe, dass wir jetzt da hinkommen. Aus der Schusslinie von ihnen, mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Wir brauchen eh eine Minute, bis wir nachgeladen haben. Und, ja. Oh nein, jetzt kommt der rein und wird getroffen. Ob er mich hier sieht. Kriegen wir die Kurve? Ah, ich kann noch eine Kurve machen, noch mal ein bisschen warten und dann noch mal Torpedos rausschießen. Ja, ich finde das Match war ganz okay. Also na klar hätte ich vielleicht ein bisschen klüger handeln können, aber es hat Spaß gemacht und ich paare manchmal auch gerne risikoreicher. Ja, wenn es nämlich klappt, dann macht es nämlich einfach mehr Spaß. Ich hatte vorhin eine Runde gemacht, ein gewertetes Gefecht, da hat sich keiner getraut, aus der Deckung zu fahren. Die sind, ja, wir sind quasi im Kreis gefahren. Fünfergrüppchen, die eine Gruppe fahren rechts, wir links, beschießen uns immer ein bisschen und dann hatten wir halt nur den Vorteil, dass wir halt die zwei Punkte, die es gab, eingenommen haben und haben dadurch das Match gewonnen quasi. Wir haben am Ende, mussten sie ein bisschen mutiger sein, waren sie ein bisschen mutiger, haben versucht uns dann noch eine Base wegzunehmen und dann haben wir mal ein Schiff zerstört, aber vorher war die ersten 5-7 Minuten war einfach nur langweilig. Also da ist sowas halt viel interessanter, die Runde. Und wir haben auch gerade noch so mit 500 HP, Lebenspunkte halt, überlebt. Das ist nicht viel. Das ist ein Treffer und dann sind wir weg gewesen.
auch mit Brandmunition, wären wir da einfach weg gewesen. Mir hat es Spaß gemacht und euch hat es definitiv auch Spaß gemacht. Hinterlasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.